Hi. Hi alle miteinander. Hi Seth. Hi. Ich bin so eine Art Autor. Ich arbeite im Marketing. Es gibt da eine Heldin, die hier ungenannt bleiben soll, aber sie hat Eiskräfte. Ice Princess. Darf ich nicht sagen. Jedenfalls fand sie Gefallen an mir. Es war total aufregend. Und berauschend. Niemand will einen Autor ficken. Und natürlich habe ich mich in sie verliebt. So richtig. Was für ein Depp verliebt sich in eine Soup. Wie dem auch sei, wir waren gerade intim miteinander und als sie gekommen ist, hat sie sich aus Versehen in Eis verwandelt. Nur für eine Sekunde. Aber ich war noch da drin. Und das bei minus 196 Grad. Die Temperatur von flüssigem Stickstoff. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist er abgefallen. Wieso hast du es verschwiegen? Weil du abgehauen bist, deswegen. Nein, das ist nicht wahr. Ich wurde verhaftet. Verhaftet. Und als mir angeboten wurde, zum Militär zu gehen, da habe ich ja gesagt, weil ich nicht wusste, dass ich was zu verlieren hatte. Hätte ich geahnt, dass ich Abschlussfeiern und Basketballspiele verpassen würde? Glaubst du etwa, dann hätte ich so dumme Entscheidungen getroffen? Ich bin nicht weggerannt. Du hast mich im Stich gelassen. Ich habe mir alles selbst erarbeitet. Also wage es nicht, nach all den vielen Jahren das Wort Familie auch nur zu erwähnen. Er hat sich verändert. Aber nicht seine Augen. Die Narben sind auch noch da. Er hat mich angesehen wie am letzten Tag. Damals, als er sich entschloss, mich allein zu lassen. Die verwöhnte Botschaftertochter, die davon träumt und davon erdrückt wird. Eine Laune von dir, um dich am Leben festzuhalten. Wie dieses Klavier. Du misst deinen Launen eine derart große Bedeutung bei, wodurch sie zum Mittelpunkt deines Lebens werden. Deine Freundinnen, ich, deine Familie. Auch das Klavier war mal der Sinn deines Lebens. Nur für eine Weile. Schädel. Mund. Zunge. Zähne und deren Bedeckung. Hals. Brust. Flanke. Denn die Krone meines Hauptes mit seinem Haar, mögest du der Helm des Heils auf diesem Haupte sein. Die Stirn. Die Augen, Nasenlöcher, Bauch, Taille, beide Hände, für meine Glieder, für meine Eingeweide. Mit einer einzigen Rose in der Hand. Sir. Ja, schon gut. Ich hole sie einfach ab und fahre sie nach Hause. Sie meinen, Sie allein? Naja, es wäre doch witzlos, wenn Sie uns fahren würden. Ich verstehe. Sir, wie lange ist es her, dass Sie am Steuer eines Autos saßen? Das ist doch wie Radfahren, oder? Das verlernt man nicht. Sie sollten erst mal ein paar Runden auf einem Parkplatz drehen, als kleine Auffrischung. Ist das nötig? Der Schlüssel, Sir. Hey. Wo ist mein Kaffee? Oh, versteh schon, danke. Komm schon. Hi. Hat er bezahlt? Nein. Ganz ruhig, Kumpel. Er zahlt ja nie was. Du ziehst den Ärger magisch an, Detective. Dann habe ich den richtigen Job. Vielleicht. Na, jedenfalls bringe ich dich nach Hause. Wir haben eine Woche frei. Schluss damit! Das ist gruselig! Geisterkeime! Ich bin kein Geist. Ich schätze, der Energiestoß des Kiesteins rotierte meine Wellenform durch höhere Dimensionen. Ich habe einen Doktortitel in Quantenfelddynamik. Denkt ihr, so ein Job kriegt einer ohne Ahnung von Wissenschaft? Seht ihr das alle auch? Ja, das ganze komische Zeug ist auch schwer zu übersehen. Seitdem ihr die Yokai hinausgelassen habt... Aus Versehen. ...hat der Kiesstein entschieden, die Erweckung des Schreins der Kaikishi einzuleiten. Finde ich echt bärenstark. Das ist nur ein Stein, der kann nichts entscheiden. Nur ein Stein? Wer ist dein Schnuppelchen? Wer ist dein Freund?